Servus Leute, diesmal stelle ich 13 gute Horror-Anime-Serien vor. Doch Anime und Horror, geht das überhaupt? Schauen wir mal die Definition von Horrorfilm mal an. Der Horrorfilm ist eine Filmgenre, das beim Zuschauer Gefühle der Angst, des Schreckens und Verstörung auszulösen versucht. Doch bei sehr vielen Anime-Serien steht zwar Horror dabei, erfüllt es aber nicht immer. Vielleicht liegt es auch an mir, da ich bei den meisten Anime-Serien, die die Genre Horror besitzen, nicht das Gefühl der Angst oder des Schreckens habe. Aber hier stelle ich 13 Serien vor, wo ich und vielleicht auch ihr so ein Gefühl bekommen könnt. Dies ist meine persönliche Empfehlungsliste. Es kann sein, dass einer eurer Lieblings-Anime-Serien nicht dabei ist. Wenn dies der Fall ist, könnt ihr gerne unten einen Kommentar mit euren Lieblings-Horror-Anime-Serien hinterlassen. Dann würde ich mal sagen, los geht's! Kommen wir zu unserem ersten Anime. In Corpse Princess wurde Ori Kagami in einem buddhistischen Tempel großgezogen. Dieser hört eines Tages Schreie aus dem Tempel und findet einen leblosen Körper, welcher eine Shikabane ist. Auf Deutsch übersetzt Leichenprinzessin. Diese besitzt keinen Herzschlag und sie muss 108 weitere solche Wesen töten, damit sie endlich in den Himmel aufsteigen kann. Dieser Anime ist hervorragend, ab und zu lustig und enthält actionreiche Szenen. Aber über die Vergangenheit der Charaktere hätte man mehr erzählen können. Die Animationen waren in Ordnung und leider ist dieser Anime noch nicht in Deutschland lizenziert. Dem 15-jährigen Koichi Sakakibara geht es gesundheitlich nicht gut und zieht erstmal zu seinen Großeltern aufs Land. Bald darf er dort das Krankenhaus verlassen und in die Schule gehen. Er ist in der verfluchten Klasse 3-3 und jedes Jahr stirbt ein Schüler oder Verwandter der Klasse. Erst glaubt er nicht an irgendwelche Flüche. Doch nachdem die erste Person gestorben ist, wird er misstrauisch und findet irgendwann heraus, dass man den Fluch beenden kann, wenn man eine bestimmte Person umbringt. Eine wirklich sehr gut gelungene Story, aber es gab auch Momente, die schön waren im Anime. Die Animationen waren schön und lebhaft, die Charaktere waren individuell und die Musik passte zu den jeweiligen Situationen. Einer meiner Favoriten mit deutscher Synchronisation. Jede Woche kommt ein alter Mann zu einem Kinderspielplatz und erzählt Geistergeschichten. Diese basieren auf japanische moderne Sagen. Jede Folge hat nur maximal 5 Minuten Spiellänge. Die Animation und der Zeichenstil hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber die kleinen Geschichten sind unterhaltsam und bei manchen Folgen bekommt man schon Gänsehaut. Am besten nachts im Dunkeln und schön laut die Folgen anschauen. Bei diesem Anime geht es um einen Grafen, der ungewöhnliche Tiere besitzt. Wenn ein Kunde kommt und ein Tier kaufen möchte, muss er einen Vertrag mit 3 Regeln unterzeichnen. Wenn einer dieser Regeln gebrochen wird, kann es passieren, dass der Käufer nicht mehr lange leben wird. Dieser Anime hat einen düsteren Zeichenstil, aber die Animation war nicht flüssig. Man muss bedenken, dass der Anime 1999 erschienen ist und hat auch nur 4 Folgen.
Jede erzählt eine andere Geschichte. Ein unterhaltsamer Anime für zwischendurch. Organisation Helsing untersteht der Leitung von Lady Integra und diese sorgen dafür, dass die öffentliche Sicherheit des Britannischen Reiches bestehen bleibt. Die Mission von Helsing ist es, die Untoten und andere übernatürliche Wesen, die die Königin und das Land bedroht, zu suchen und zu vernichten. Aber wie besiegt man solche Monster? Wenn man ein eigenes übernatürliches Wesen auf seiner Seite hat. Der Vampir Alucard hat Lady Integra gehorsam geschworen und hilft somit der Menschheit. Ein guter Klassiker, auch wenn ich die OVA-Reihe mehr mag, da im Anime einige Stellen weggelassen wurden, die im Manga vorkommen. Es soll jetzt aber nicht heißen, dass die Serie schlecht war. Die Animationen waren für die damalige Zeit in Ordnung, Charaktere waren gut durchdacht und man wollte mehr über diese in Erfahrung bringen, besonders über Alucard. Mit 13 Folgen viel Spaß mit diesem actionreichen Anime. Nachts ereignen sich mysteriöse Todesfälle in der Stadt Tokio. Menschen verschwinden von einem Tag auf den anderen und werden plötzlich als Leiche irgendwo gefunden. Der stille Tatsuma geht auf die Magami Akademie im Bezirk Shinjuku von Tokio. Er freundet sich mit einem straffälligen Schüler Koichi an und beide bleiben jeden Abend wach, um das Rätsel der Morde zu lüften. Die Story ist spannend, aber leider wird da nicht wirklich gekämpft. Dennoch passt es irgendwie zum Anime. Die Charaktere sind auf eine Art und Weise besonders und gut gelungen. Trotzdem ist dieser Anime vielleicht nicht für jeden gemacht. Dies ist eine Original-Video-Animation mit nur 4 Folgen, welche um Schüler einer Klasse geht, die nachts eine Abschiedsfeier für die Mitschülerin Mayu feiern möchten, da diese die Schule wechseln wird. Diese erzählen sich Horrorgeschichten und veranstalten aus Spaß Rituale. Nach einem Erdbeben erwachen die Schüler in einer verfluchten Grundschule. Diese suchen nach einem Ausgang, müssen aber feststellen, dass alle Türen und Fenster verschlossen sind. Dafür, dass die Story sehr kurz ist, wurde diese gut umgesetzt. Die Animationen haben mich wirklich überzeugt, ob es die Charaktere oder die Umgebung war. Nur die Charaktere waren nichts Besonderes, da diese sich manchmal seltsam und einfältig verhielten. Trotzdem ein Anime für Leute, die gerade nicht viel Zeit haben. Wenn ihr diesen Anime gesehen habt, werdet ihr den Namen nicht mehr vergessen. Unser Hauptprotagonist kann nicht gut mit anderen Menschen umgehen und zieht sich gerne zurück. Auf seinem Handy schreibt er ein Tagebuch und hat einen imaginären Freund namens Deus Ex Machina. Er wird bald feststellen müssen, dass Deus Ex Machina ein Gott von Raum und Zeit ist und dieser wirklich existiert. Er soll in einem Spiel auf Leben und Tod mitspielen und der Gewinner wird der nächste Gott von Raum und Zeit. Dabei spielen 11 andere bei diesem Spiel mit
Und jeder besitzt auch ein Tagebuch mit einer bestimmten Fähigkeit. Yuki weiß zum Beispiel, was in den nächsten Stunden in seiner Umgebung geschehen wird und kann somit auch sein Schicksal manipulieren. Dieses Survival-Game wurde gut umgesetzt und die Story bringt einem sehr zum Nachdenken. Besonders bei Yuno. Die Animation und Zeichenstile haben mir persönlich gefallen. Auch wenn Yuno einen nerven kann und Yuki am Anfang ein Weichei war, kann bzw. sollte man diesen Anime anschauen. In diesem Anime haben wir zwei Protagonisten, die im Vordergrund stehen. Guts ist ein Waisenkind und verbringt seine lieblose Kindheit in einer Söldnereinheit. Griffith ist der Anführer der Söldner Falken und möchte eines Tages Herrscher eines eigenen Reiches werden. Beide treffen aufeinander und werden Freunde. Als Griffith seinem Ziel sehr nahe steht, wird er eingesperrt und dann... Mir hat die Story gefallen, mit abwechslungsreichen Episoden, Brutalität, Düsterheit, die im Manga vorhanden war, wurde auch im Anime gut umgesetzt. Die Handlung ist stark auf die germanische Geschichte aufgebaut und die christliche Religion spielt in Berserk auch eine wichtige Rolle. Ein etwas älterer, aber auf keinen Fall ein schlechter Anime. Eine junge Designerin, Tsukiko Osagi, zeichnete Figuren, die zum Verkaufsschlager wurden. Doch später gab es von ihr nur noch Skizzen, da sie keine Ideen mehr hatte. An einem späten Abend wird sie niedergeschlagen. Im Krankenhaus kann sie sich nur noch daran erinnern, dass es ein Junge mit goldenen Rollerblades und Baseballschläger war. An das Gesicht kann sie sich nicht erinnern. Dieser wird Shonen Bad genannt. Auf Deutsch jugendlicher Schläger. Später geschehen ähnliche Vorfälle und niemand kann sich das Gesicht des Täters merken. Die Story ist an sich humorvoll und fesselnd. In jeder Folge tauchen neue Charaktere auf und ist somit auch abwechslungsreich. Die Musik war angenehm und freut euch mit der Frage auseinanderzusetzen, wer ist Shonen Bad? Wir schreiben das Jahr 1986. In Deutschland ist Kenzo Tenma, arbeitet als Gehirnchirurg in einem Krankenhaus. Eines Tages muss dieser in der Nacht eine schwere Operation durchführen. Diese war erfolgreich, aber der operierende Junge und seine Schwester sind später verschwunden. Seine Vorgesetzten werden später tot aufgefunden und gegen ihn wird jetzt ermittelt. 9 Jahre später wird Tenma nach einem Tod eines bestimmten Patienten wieder zum Ziel der Ermittlungen und beschließt, die wahren Mörder in Deutschland und dessen Nachbarländer zu suchen. Die Story hat einen gut gelungenen Handlungsaufbau und ist spannend, Folge für Folge es anzuschauen. Doch nicht jede Folge ist so genial wie zum Beispiel bei Death Note. Zu den Charakteren muss ich einfach nur sagen, hervorragend. Sie sind sehr überzeugend und alle sind weitgehend nicht durchschaubar. Freut euch auf einen guten mysterischen Horror-Anime. Spannend.
Sporen aus dem Himmel fliegen eines Tages zur Erde. Dies sind Parasiten und damit sie überleben können, suchen sie menschliche Körper als Wirt und übernehmen diese. Shinichi Izumi wäre nachts fast von so einem Parasiten komplett ergriffen worden. Er schnürte seinen rechten Arm ab, wohin der Parasit gelangt ist, und schläft ein. Am nächsten Tag traut er seinen Augen nicht. Dieses Ding ist jetzt in seinem rechten Arm und hat Augen, Mund und kann sprechen. Doch Shinichi ist nicht der einzige Mensch mit einem Parasiten. Die Story wird schnell erzählt und ist ab der ersten Folge sehr unterhaltsam. An sich hat mir die Story gefallen, aber mir haben wichtige Informationen zu den Parasiten gefehlt. Die Hauptcharaktere sind gut gelungen und jeder hat eine interessante Charakterentwicklung. Absolut sehenswert. So Leute, kommen wir zu einer meiner Top-Favoriten. Es ist der Anime Higurashi no Nakokoro ni, auf Englisch auch When They Cry. Im Jahr 1983 zieht Maibara Keiichi in das Dorf Hinamizawa. Er hofft schnell Freunde zu finden. Nach einer bestimmten Zeit erfährt er von einem Fluch, welches jedes Jahr nach einem bestimmten Fest das Dorf befällt. Wer an Flüche glaubt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Doch hier passieren lauter mysteriöse Dinge, die sehr spannend und unterhaltsam erzählt werden. Der Anime ist aus dem Jahr 2006 und der Zeichenstil wird vielleicht nicht jedem gefallen. Dafür sind die Gesichtsausdrücke in verschiedenen Situationen gut dargestellt. Die Charaktere wirken im ersten Moment sehr unschuldig, aber das wahre Gesicht der Menschen wird noch zum Vorschein kommen. Freut euch auf einen guten Horror-Splatter-Anime. Das waren jetzt meine Favoriten zum Genre Horror. Ich würde gerne wissen, welche ihr mögt und welche eurer Meinung nach gefehlt haben. Schreibt es in die Kommentare. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.